Was hat die Corona-Krise mit Jesus zu tun? Weihwasser ist kein Desinfektionsmittel und Gebet kein Impfstoff, sagen Spötter. Corona ist lateinisch und heißt Krone auf Deutsch. Meine Wanderung zum Gipfelkreuz des Hesselbergs. März und April 2020. Mit Corona-Gedanken im Gepäck. Es regnet. Der Himmel ist wolkenverhangen. Das Wort Corona geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Tragen Menschen die Schuld an der Corona-Epidemie? Was wir gesät haben, werden wir ernten. Leidet Gott an unserer Art zu leben? Greift er deshalb ein oder lässt er es zu? Aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden, spricht der Herr. Ich gehe weiter auf dem Lehrpfad Wittelshofen-Hesselberg. Die Sonne kommt heraus. Da, unscheinbar im Gestrüpp, der Seidelbast. Er ist giftig, das schützt ihn. Aber er riecht wunderbar, besser als jedes Parfüm. Kontaktverbot, Mundschutzpflicht, Reiseverbot. Auch wenn wir jetzt einander aus dem Weg gehen müssen, kommt die Zeit, wo wir wieder aufeinander zugehen können. Auf dem Weg zum Gipfel, ein blaues Meer von Blüten. Leberblümchen, ein erfrischender Anblick. What a wonderful world. Louis Armstrong lobt Gott mit seinem Lied. Endlich angekommen am Gipfelkreuz. Mein Blick fällt auf die Dornenkrone. Wer hat die Dornenkrone aus Schlehendornen über Ostern hierher gebracht? Eine Woche später lag sie auf der Bank. Da kam mir die Corona-Krone wieder in den Sinn. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Corona, eine Strafe Gottes? Die Strafe liegt auf ihm. Die großen Fragen des Lebens kommen zum Vorschein. Solange das Leben unter Kontrolle ist, schiebt man die großen Fragen des Lebens auf die lange Bank. Hat nicht das gottlose Volk von Ninive Buße getan, als Jona den Untergang der Stadt angekündigt hat? Die Corona-Krise als Chance zur Umkehr. Fahre an den Jordan und tauche dich 7-mal unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Der syrische Feldherr Naaman befolgt, was der Prophet Elisa sagt, und wird von seinem Aussatz rein. Das Einzige, was Paul Gerhardt gegen die Pest tun konnte, war beten und Lieder zu schreiben. Und so schrieb er auch das Lied: Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst und uns, sagte der eine Verbrecher. Nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Wir beide bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und Jesus antwortete: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Auf der Fahrt vom Hesselberg nach Hause stach mir dieses wunderschöne Bild ins Auge. Natürlich habe ich sofort angehalten. Evangelium pur in der Corona-Krise. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Tod ist tot. Stell dir vor, Gott stirbt. Er stirbt in seinem Sohn, für dich. Ich hoffe, dass der Gott, der eine Dornenkrone trug, etwas mehr von deiner Zeit und deinen Gedanken wert ist. John Lennox. Von der Raupe zum Schmetterling. Jesus Christus will uns in sein Bild verwandeln, damit wir Christen werden. Freude auf das sichtbare Kommen des Herrn der Welt, Jesus.
Die Krone liegt für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr als gerechter Richter mir an jenem Tag geben wird. Aber nicht nur mir, sondern auch allen, die sich auf sein sichtbares Kommen freuen. Weihwasser ist kein Desinfektionsmittel und Gebet kein Impfstoff. Für die Gläubigen aber ist der Glaube an Jesus Christus mehr als Desinfektionsmittel und Impfstoff. Sonnenuntergang auf dem Gipfel des Hesselbergs. Ich besteige den Berg nun seit über 40 Jahren, aber erst jetzt wird mir die Bedeutung des Kreuzes bewusst. Zu Hause angekommen. Jesus verspricht, ich lebe und ihr sollt auch leben.